Hallo und herzlich willkommen zu unserer FIFA 15 Spieltagsprognose vom vierten Spieltag der zweiten Fußball-Bundesliga. Wir spielen das Montagsspiel 1. FC Kaiserslautern gegen SC Paderborn und mit den Paderbornern zu Gast auf dem Betzenberg ist der Daniel. Hallöchen. Servus. So, dann auch hier nochmal, ich werde nie müde es zu erwähnen, ja, wir spielen noch mit FIFA 15, das liegt daran, dass der 24. September noch nicht erreicht ist, deshalb ein alter Kader, aber das kriegt man die paar Tage auch noch überbrückt. Ansonsten für jeden, der sich dafür FIFA 16 interessiert, ja, findet ihr die passenden Amazon-Links für sämtliche Konsolen schon mal in der Videobeschreibung, da habt ihr die Möglichkeit, es vorzubestellen und dann gegebenenfalls mit uns auch gemeinsam zu spielen, wenn es soweit ist. So, dann, ja, würde ich sagen, genug mit Eigenwerbung etc. Konzentrieren wir uns aufs Spiel. So, Daniel hat wieder das Glück, der darf mit einer Erstligamannschaft spielen. Ja. Wir reden hier von Paderborn. Ganz ehrlich. Ja, einer zumindest noch hier in diesem Spiel gewerteten Erstligamannschaft. Das ist richtig. Und diese Erstligamannschaft hat schlechtere Werte als deine Zweitligamannschaft. Ja, aber es reicht zumindest, um 1A zu verteidigen. Und immerhin hast du Lakic, wenn mich nicht alles irrt. Ja. Den, der ja noch vor der letzten Winterpause ja gerade ausgerechnet hier in dieser Mannschaft noch gespielt hat. Ja, deswegen musste er rein. Achso, der war draußen. Also ist deine Mannschaft jetzt doch wieder aufgewertet. Eieiei. Du hast doch noch geguckt, was von den Wertungen her noch geht. Das weiß ich doch genau. Kenne ich doch. Ja, dann Daniel macht jetzt Tiki-Taka in dem kleinen Ruhrgebiet. Mit Paderborn. Er versteht aber noch nicht so richtig, dass die Mannschaft von Paderborn nicht wirklich auf Tiki-Taka ausgelegt ist. Ich meine, er kann es immer versuchen, aber es wird nichts. Wo kommt der her? Sehr gut. Bam, Junge, in your face. Naja. Gesessen hat's. Ah, sehr schön. Das ist da der Mitspieler mitgedacht. Also da die Nummer 6 nicht getrieft, nicht geschlafen. Nein, da hat der gute Herr Ring die Möglichkeit genutzt. Und ihn dir dann auch mit Schmackes reingesammelt. Ach ja, sehr schön. Macht Sinn zu erwähnen, dass du immer noch aufs erste Tor wartest von diesem Spieltag? Und ich möchte betonen, wir sind schon beim Montagsspiel. Naja. Hab ich ein Schaltstellungsspiel. Was ist denn nur heute los? Das frage ich dich. Ich kann ja nichts gegen das Stellungsspiel der Mannschaft, die ich habe. Ne? Das funktioniert ja nicht. Ich habe es nicht. Also, okay. Tja, da fragst du dich, wie es heute mit deiner Tagesform bestellt ist, ne? Ja, es sind nur Zentimeter, ne? Ich weiß, was du sagen willst. Es sind nur Zentimeter. Aber sind super, halt... er schlägt nicht mal einen Ball weg, er läuft vorbei. Ja, auch der Torhüter, der hat für mich eine sehr riskante Inkonsequenz gerade gezeigt bei dem Ball. Aber ist okay. Eieieiei. Mein lieber Herr Gesangsverein. Das ist schlecht. Ja, das ist sehr gut zusammengefasst. Das ist doch nicht wahr. Weißt du, wie lange brauche ich? Muss ich hinten rumspielen, bis mal zwei Angreifer vorne drin sind? Und bei dir sind es 1, 2, 3, gleich 4er. Leck mich doch nicht am Arsch. Ah, schade.
Schade, schade, da hat er hinten zu weit rumgespielt. Das hat mir jetzt auch nicht so gefallen. Das ist wichtig, dass du ganz viel mit dem dribbelst, Daniel. Das ist ganz wichtig. Ich bin ja ein Idiot, wisst ihr? Ich weiß ja nicht, wann du irgendwann reinziehst. Ja, ich muss ja auch dribbeln. Das ist ja das Problem an der ganzen Scheißgeschichte. Ich habe ja vorne gehen. Wen soll ich denn passen? Außer ins Leere. Ja, dann muss er halt nochmal zurück, dann beginnt halt nochmal ein bisschen der Spielaufbau. Super. Dann sieht das so aus wie vorhin. Oh, das ist Ich habe jetzt gezielt versucht, deinen Arschbacken anzuvisieren, aber Kommt. es hat nicht funktioniert. Guck hier, siehst du? Und da, leider nur die Wade getroffen. Ach, der Lücken. So. Okidoki. Dann schauen wir mal, die Torhüter zustellen. Das hat leider in den letzten Spielen nicht ganz so funktioniert, wie ich es gerne gehabt hätte. Aber jetzt auch nicht. Ah, schade. Der war wohl offensichtlich im Abseits. Wahrscheinlich. So. Ah, der war auch im Abseits. Da kann er nicht direkt aufhören zu rennen. Ach Mensch. Das fehlt mir halt noch so ein bisschen, dass du halt diesen Angriff unterbrechen kannst, um ihn dann halt für einen zweiten oder für einen dritten Spieler, der dann vielleicht in der darauffolgenden Reihe ist, Also musst nicht hechten. durchlaufen zu lassen. Ey, Du du, der musst ist nicht total hechten. kalt, der muss doch auch irgendwas machen. So. Das habe ich geahnt. Und das habe ich übrigens auch geahnt. So. Clever, clever. Und du hast bestimmte Blut und Wasser jetzt geschwitzt und hast gedacht gehabt, oh Gott, lass den bloß hinfallen vor dem 16er. Ja, ich habe gedacht, dass er nicht vorhin, aber. Trikottausch jetzt. Okay. Ich habe rechtzeitig Lust, oder? Okay. Also So. jeder, der mich kennt, weiß, ich bin echt ein miserabler Freistoßschütze. Also das ist bei mir, kommt der also selten direkt und selten aufs Tor. Das ist einfach so. Aber es macht nichts. Komm, Macht nichts. Das ist CR-Löwe. halt so. CR-Löwe. Der CR-Löwe. Ja, genau. So, nein, dann wollen wir mal. So. Die Das haben Sache sie ist, drauf. ja, das ist aber so das Höhepunkt der Gefühle. Also ich habe nicht alle Angreifer vorne. Oh, meiner steht als morgen wieder auf. So. Also, es ist dein letzter Versuch jetzt. Ja, also jetzt. Es hat einfach nicht sein sollen. Es hat einfach nicht sein sollen. Und das bedeutet zumindest jetzt wieder, glaube ich, auch ein Pokal. Ich könnte mich irren, aber ich glaube, der erste FC Kaiserslautern ist Freundschaftsspiel-Weltmeister geworden. Ja. Nee, na Weltmeister, so was man. Nee. Doch nicht. Woran liegt das? Nee. Okay, wir werden es noch herausfinden müssen. Gut, ich sage schon mal herzlichen Dank fürs Reinschalten, herzlichen Dank fürs Mitspielen, Daniel. Von mir aus gerne. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns bei den kommenden Spielen wieder in der ersten Liga. Bis dahin, Tschüssikowski. Au revoir.